Wir treffen uns heute zum letzten Mal in diesem Jahr mit so einem Format. Das ist jetzt auch mal wieder ein Test, wie ihr das so findet. Heute gibt es einen Skincare and Talk und ich würde sagen, wir legen einfach los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und die liebe Shenya bei mir auf dem Discord. Du kannst übrigens auch an unserer Community teilnehmen. Wir sind eine kleine, feine Community. Unten in der Infobox findest du den Link. Die liebe Shenya hat sich gewünscht, mal einen Skincare-Talk zu machen. Das ist der zweite. Und im Nachhinein werde ich einfach mal so ein bisschen gucken, wie ihr das Format gefunden habt. Also es ist ganz wichtig, dass wenn du es gut gefunden hast, auch wirklich einen Daumen nach oben gibst. Sagst du, nee, das ist gar nichts für mich, gibst einen Daumen nach unten. Die Daumen nach unten sind inzwischen ausgeblendet, aber ich sehe die ja. Und jetzt nehmen wir mal den Pony weg. Ich habe schon vor grob einer Stunde mein Gesicht gewaschen mit dem Balea-Med Gesichtswasser, mit dem Waschgel. Und ja, meine Haut ist jetzt relativ trocken. Aber es ist ja auch recht ungewöhnlich, nur sein Gesicht zu waschen. Wenn du fettige Haut hast, wird die grundsätzlich überspannen, auch bei Öl. Wobei ich das bei Öl nicht so schlimm habe. Noch mal kurz was trinken. Ich habe mir übrigens, ich war unvernünftig, bin ein bisschen am Aussortieren immer und habe gerade meinen Schmuck durchgeguckt und habe da diese Ohrringe gefunden. Ich weiß, warum ich die früher nicht so gerne getragen habe. Weil die doch recht groß sind fürs Ohr, weil ich ja mehrere Ohrlöcher habe. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir mal wieder so ein paar Ohrlöcher machen soll. Aber da muss ich mich selbst so ein bisschen auf die Probe stellen. Also die drei habe ich ja. Ich würde die halt einfach nochmal beim Piercer irgendwie durchstechen lassen. Und dann hätte ich irgendwie Bock auch hier irgendwie so einen kleinen feinen. Irgendwie hätte ich Lust drauf. Was mir ja noch besser gefallen würde, wäre so ein kleiner Nasenring. Aber ich habe keine schöne Nase. Ich finde das total bescheuert an mir. Wenn man so eine schöne Nase hat, dann kann das richtig nice aussehen. Aber es passt einfach nicht zu meiner Nase. Das habe ich früher schon einmal gedacht. Ich habe ja hier auch schon mal ein Piercing drin gehabt. Nasenring, aber ich finde das an meiner Nase nicht so toll. Naja, egal. Jetzt legen wir mal los, weil meine Haut mir schon recht stark signalisiert, fang mal bitte an, ich bin trocken. Leg mal los mit dem Liquid Hydrator. Den verwende ich in letzter Zeit übermäßig viel im Gesicht. Das war mir gerade gut aufgehoben, aber bei solchen Sachen bitte immer aufpassen. Jetzt wird es kalt. Oder ist schon kalt. Weil dieses Video ist vorgedreht, wie ihr ja wisst. Und Feuchtigkeit kann eben auch im Gesicht gefrieren. Und das schadet es dir mehr oder minder. Das heißt, wenn du Feuchtigkeit aufs Gesicht aufträgst, muss eine Creme am Schluss drüber, um das Ganze zu versiegeln. Das machen wir ja eh alle. Wir sind ja Skincare verrückt. Von dem her, ich habe ein Video über den Liquid Hydrator gemacht. Das kann ich gerne mal unter See setzen. Ah, das ist immer krass. Das bleibt gar nicht auf dem Gesicht drauf, sondern das ist nur weg. Das ist nur einfach weg. Das ist wie. Und da meine Haut jetzt eh so trocken war. Das ist klar. Danach packe ich mir ein Säure-Peeling aufs Gesicht. Das ist jetzt eine Solution von Face Theory. Auch die habe ich schon mal vorgestellt. Mal gucken, vielleicht mache ich so einen kleinen Ordner. Das wird wahrscheinlich am schlauesten sein. Da könnt ihr dann die ganzen Produkte mal, falls ihr euch interessiert an den Produkten, könnt ihr die mal angucken. Diese Solution ist mit Säuren, AHA und BHA.
Das mache ich natürlich im Sommer nicht tagsüber, sondern nur abends. Aber im Winter ist es kein Problem. Ich trage ja auch Sonnenschutz, sagt man. Es war früh. Ich probiere auch gerade so ein bisschen für mich aus, ob ich dieses Format auch nach meiner Pause morgens drehen könnte. Je nach, wie ich aufstehen muss. Weil ich bin halt einfach nicht immer geschminkt. Und das ist für mich einfacher. Und irgendwie muss ich mich da auch nicht so überwinden. Jetzt mich nicht falsch verstehen. Ich mache das echt auch gerne für euch. Diese Styling Talks. Aber ich bin ja eher so überwiegend nicht geschminkt. So. Der enttäuscht mich gerade so ein bisschen. Auch den habe ich vorgestellt. Seht ihr das? Da geht die Farbe weg unten. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das Zeug ist fast leer. Ich finde immer so ein bisschen blöd, wenn du in die Sachen nicht reingucken kannst. Da kommt schon noch was raus. Ich werde mir als nächstes mal das Retinal von Face Theory kaufen. Also im neuen Jahr wird es eine Großbestellung geben. Mir ist es halt auch immer wichtig, mal Kaufstopp zu machen und wirklich dann auch mal die Sachen aufzubrauchen, die du hast. So. Das findet sich natürlich auch noch auf der Hand. Das hier habe ich noch nicht vorgestellt, kommt aber im neuen Jahr. Das ist dieses Hyaluron von Q&A. Ist aber, ganz ehrlich, es kostet 9 Euro und das von Isana ist besser. Das ist viel besser von Isana. Also das enttäuscht mich eher, muss ich sagen. Jetzt mit so viel drauf, weil ich habe ja den Liquid Hydrator drauf gegeben. Der ersetzt übrigens kein Serum. Könnt ihr zwar machen, aber kannst du immer noch ein Serum auftragen. So. Werde ich jetzt leicht rot? So, jetzt habe ich mir gedacht, weil ich ja so ein Ceramide-Junkie bin, also abends habe ich Ceramide in meiner Routine, morgens allerdings nicht. Und das ist der Barriere-Booster. Schau nicht mehr so viel drin. Das ist immer so mein kleiner Blödsinn, den ich durchmache. Und zwar, wenn Sachen leer gehen, dass ich die dann nicht mehr so nütze. Das ist mir jetzt beim Barrierebooster aufgefallen, dass ich den dann einfach irgendwie zurückgeschoben habe in meinem Schrank und dass ich dann nicht mehr so hinkomme. Ich habe den aber schon immer gesehen. Also in der Kamera sieht es schlimmer aus, also das soll ich mir jetzt im Gesicht natürlich rumreiben, und zwar tot. Aber ich bin... Es geht. Es geht. So. Jetzt kommt die Amil Syrup. Würde ich mir jetzt so nicht mehr kaufen. War nett. Ist ein Vitamin C Derivat drin. Ist aber auch ein Niacinamid drin. Bin jetzt damit nicht so wirklich zurechtgekommen. Was ich als nächstes vorhabe, irgendwie in meine Routine einzuschleusen, wenn das leer ist, wenn das Niacinamid von Leon leer ist, das von Balea. Will ich einfach testen. Vielleicht gerade auch das Säureprodukt, Säure-Niacinamid. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Hey, ist Wahnsinn, wie gerade alles wegzieht. Ich
Falls ihr da ein bisschen Einfluss drauf nehmen wollt, wie es im nächsten Jahr weitergeht, also an Produkten zum Beispiel. Wie schon gesagt, unser Skincare-Raum ist relativ aktiv und da bequatschen wir solche Sachen zum Teil eben auch. So, die bin ich gerade am leer machen. Da werde ich mir aber die große holen, ohne Duftstoffe. Aber da ist halt immer noch genug drin. Ich sehe das. Die ist leicht durchsichtig, die Packung. Da kannst du gut durchgucken. Da lasse ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Manchmal bin ich so ein bisschen schlampiger mit dem Sonnenschutz, gebe ich auch zu. Die obligatorischen 1 bis 2 Gramm, die trage ich aber auch nicht auf. Bei mir wird es immer so 1 Gramm ungefähr, aber du solltest halt schon so 2 Gramm auftragen auf dem Gesicht, um einen 100%igen Schutz zu haben. Mache ich nicht. Mache ich definitiv nicht. Na, also, ich trage immer etappenweise auf. Das ist mal ganz interessant. Zum Beispiel der Leon trägt sich immer erst so Punkte auf dem Gesicht auf und verteilt es dann und trägt dann nochmal Punkte auf dem Gesicht auf. Ich mache das immer so, dass ich entweder unten am Kinn anfange oder oben an der Stirn. Und dann runtergehe. Was an diesen Visan Sonnencremes ganz cool ist, die haben einen recht guten UVA-Schutz. Die großen nicht ganz so gut wie die kleinen. Aber das ist auch minimal. Ich glaube, die kleine hat 23 und die große hat 20. Und das ist so ein Unterschied von 3. Finde ich jetzt nicht so mega wild, muss ich sagen. Und ich bin mit der großen halt auch super klar gekommen. So. Und das ist ganz wichtig, wenn du mit Säuren in deinem Gesicht hantierst oder vorhast, mit Säuren zu hantieren. Ich kriege immer noch so Nachrichten, wo es halt heißt, ja, ich würde gern Säure probieren, dann fragst du danach so, und trägst du schon Sonnenschutz? Nö, möchte ich auch nicht. Dann sollte man auch Säuren im Gesicht tunlichst vermeiden. Zumal du ja auch schon ohne Säure im Gesicht Sonnenschutz tragen solltest. Ich habe das auch lange nicht gemacht. Lange, lange, lange. Und ich mir denke, wenn ich mit 20 oder so schon angefangen hätte mit Sonnenschutz, dann würde ich glaube von meiner Haut her jetzt besser stehen. Ja. Aha. Ein bisschen. Sie wird leer, sie wird leer. So soll es auch sein. So soll es auch sein. Auch die Nase. Auch die Nase. Uhu. Da ist immer noch genug drin. Da kann schon einiges mit anstellen. Also es ist bei mir auch oft genug so, dass der Sonnenschutz schnell gehen muss und dann trage ich nicht ganz so viel auf mir, nicht ganz so ordentlich. Mm-hmm.
Und Sonnenschutz ist halt immer noch das beste Slow-Aging-Mittel. Ihr könnt auf diese ganzen Serien und Pipapo verzichten, aber Sonnenschutz nimmt einen, der einigermaßen nachfettet. Also da sind die Kleinen wiederum besser von Visan, weil da ist, glaube ich, auch so ein bisschen Hyaluron mit drin. Die pflegen ein bisschen besser, die sind ein bisschen in Richtung, diese Saison hat mehr in Richtung Gesichtscreme, ohne eine Gesichtscreme zu sein, sondern es ist schon so ein Schutz. Und die lassen sich halt auch gut auftragen. Mein Vater liebt sie auch, die Kleine. Der macht mir, glaube ich, gerade die Kleine leer so. Ich habe mir eine Kleine gekauft und gesagt, ich möchte die hier lieber leer machen. Erstmal. Die Kleine lässt sich auch nachkaufen, ist ja jetzt nicht so ein Ding. Ich habe halt von der Familie her auch eine echt empfindliche Haut, was Sonne betrifft. Also mein Vater hat da echte Schwierigkeiten, aber der hat auch sein Leben lang auch nie drauf geachtet. Ne? Der hat gerade hier im Kopf oben so eine Vorstufe von einem Hautkrebs, also eine kaputte Hautbarriere, und er hat sich das auch weglasern lassen müssen. Und so weit soll es bei mir nicht kommen, weil ich bin ja echt hellhäutig und habe sehr viele Muttermale. So, jetzt glänze ich und glow ich natürlich. Nochmal, falls du dieses Format cool findest, zeig mir das bitte einen Daumen nach oben, wenn du sagst, hey, das ist überflüssig, mach das nicht. Mach den Daumen nach unten. Und es wäre schön, wenn wir uns in den Kommentaren wiedersehen. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Das war das letzte Video vor der Pause dieser Art. Es kommen noch weitere. Keine Sorge, ich mache noch Videos bis Weihnachten. Und dann bin ich bis einschließlich Ende Januar weg. Also Videos gehen erst wieder im Februar weiter. Ich wünsche dir an der Stelle, falls es das letzte Video ist, was du geguckt hast, frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr. Und vielleicht treffen wir uns ja auf Discord wieder. Würde mich freuen. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.